Herzlich willkommen zum Vortrag OpenStreetMap. Gute Karten mit Kugis. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir machen keine Live-Show, sondern das läuft alles per Folie, um eventuellen Problemen aus dem Wege zu gehen. Kurz zu mir. Ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und seit 2008 bei OpenStreetMap. Zum Inhalt. Ich stelle kurz das Projekt OpenStreetMap vor, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so kennen. Dann kurz, was ist QGIS? Wie bekomme ich meine Daten in das QGIS rein? Dann der erste Start, wie gehe ich mit dem Ding um? Wie gestalte ich Symbole? Dann wie erzeuge ich aus der Grafik, die dabei entsteht, eine Karte? Und dann noch ein paar Tipps, wie man das Ganze dann noch weiterverarbeiten kann. Erstmal, was ist OpenStreetMap? Es ist nicht, wie der Name sagt, eine fertige Karte. Das war ursprünglich mal geplant. Deshalb heißt das ganze Projekt so. Man hat dann gemerkt, dass man in Wirklichkeit nicht eine Karte erzeugt, sondern Daten erzeugt, aus denen man dann unter anderem eine Karte erzeugen kann, auch viele andere Dinge. Und deshalb ist es jetzt die größte freie geografische Datenbank. Steht unter der Lizenz ODBL. ODBL bedeutet im Wesentlichen, dass man die Daten frei verwenden kann, auch kostenfrei. Man darf sie allerdings mit anderen Daten nur dann mischen, wenn man diese anderen Daten auch wieder unter ODBL freigeben kann. Die Lizenz ist also invasiv, sie infiziert alles, was damit zusammenkommt. Die abgeleiteten Werke, wie zum Beispiel Karten, können unter jeder beliebigen Lizenz veröffentlicht werden. Es ist allerdings erforderlich, immer eine Quellenangabe darunter zu setzen, dass man Daten von OpenStreetMap benutzt hat. Außerdem muss man gegebenenfalls auch den Weg, wie die Karte entstanden ist, oder die abgeleitete Datenbank, aus der die Karte entstanden ist, dem, falls man sie weitergegeben hat, Kunden oder wem auch immer, auf Anforderung zur Verfügung stellen. Gegebenenfalls auch gegen Kostenerstattung. Nutzen kann man OpenStreetMap unter anderem jetzt in Bezug auf Karten. Man kann fertige Karten konsumieren. Es gibt eine ganze Menge im Internet. Nicht nur auf OpenStreetMap.org, sondern auch auf vielen anderen Seiten, die größtenteils auch unter freien Lizenzen verbreitet werden. Man kann eine vorhandene Karte aufmotzen, also eigene Elemente mit reinbringen, sie ergänzen oder auch eben kreativ eine ganz eigene Karte entwerfen. Das wollte ich heute so ein bisschen zeigen, vom Prinzip her, wie der Weg läuft. Das Projekt QGIS ist ein Programm, das kommerziell entwickelt wird und trotzdem frei ist. Das wird von einer Vielzahl von Benutzern, werden immer Module bezahlt in der Entwicklung, die in diesem Programm noch fehlen oder die derjenige gerne hätte. Unter anderem ist die Schweiz da sehr stark engagiert. Und diese einzelnen Module werden dann in das Programm integriert und sind auch wieder frei für alle zu benutzen. Das ist so eine Win-Win-Situation. Derjenige kann alles benutzen, was schon da war, bezahlt einen kleinen Teil und alle können wiederum das Ergebnis benutzen. Das Programm ist in der Lage, Karten zu erzeugen. Es können auch jede beliebige andere Grafik erzeugt werden, Tortengrafiken oder sonst irgendwas. Man kann auch Analysen damit fahren. Das Besondere ist, es verarbeitet eine Vielzahl von Datenquellen, auch Vektor- und Rasterdaten gleichzeitig in unterschiedlichen Layern. Es ermöglicht das lokale Bearbeiten der Daten. Ich kann also what you see is what you get unmittelbar an den Daten etwas ändern. Ich kann sie beeinflussen, die Zeichnung verändern. Ich kann auch zusätzliche Objekte einzeichnen. Ich kann auch eigene Layer erzeugen und sehe sofort, was ich mache und es wird dann direkt in meine Grafik übernommen. Wie bekomme ich die Daten? Es gibt einmal die Möglichkeit, das Planet-File runterzuladen. Das sind 81 GB. Das dauert natürlich eine Zeit und man muss damit dann letzten Endes auch arbeiten. Das ist, es liegt ja nicht als Grafik da, sondern das ist ein numerisches Verzeichnis und ich muss es dann verarbeiten. Das ist für die meisten Anwendungen völliger Overkill. Ich habe die Möglichkeit, Auszüge runterzuladen. Beispielsweise bietet die Geofabrik weltweit auf Bundesländerebene Auszüge an. Dann bbbike.org zum Beispiel, die bieten freie Polygone an. Man kann also ein wie auch immer gestaltetes Polygon erzeugen und bekommt dann die Daten, die da drin liegen. Es gibt die Schnittstelle Overpass, die erlaubt, nicht nur Daten runterzuladen, sondern diese Daten beim Runterladen auch noch zu filtern, dass man also beispielsweise alle Papierkörbe in Rom runterladen kann. Und es gibt den direkten Download innerhalb von QGIS. Da gibt es Erweiterungen, den OSM-Downloader. Den werde ich gleich mal ein bisschen zeigen.
Und das QuickOSM, vor dem etwas gewarnt werden muss, weil der verbraucht Ressourcen. Also bei 64 GB Memory kann man das Ding ganz gut benutzen, aber ansonsten sollte man damit nur Dörfer verarbeiten, weil er erzeugt Memory Layer und das kostet richtig Memory. Das Problem, USM-Daten und QGIS, die USM-Daten sind in keiner GIS-Anwendung kompatibel. Derjenige, der es angefangen hatte, hatte von Mathematik und von Datenbanken Ahnung, aber nicht von irgendwelchen geografischen Verarbeitungsprogrammen. Wir haben Punkte, Linien und Relationen, wobei uns fehlt also der Datentyp Fläche, den haben wir nicht. Die Flächen werden aus geschlossenen Linien erzeugt. Nicht jede geschlossene Linie ist eine Fläche, es hängt immer davon ab, wie sie bezeichnet ist. Auch einige Relationen erzeugen Flächen. Das Ganze ist in ständigem Fluss. Und ich muss immer auf die Punkte referenzieren, weil nur die Punkte enthalten Koordinaten. Also die Linien sind reine Ketten von Punktnummern, mehr nicht. Die GIS-Programme dagegen erwarten Datentypen Punkt, Linie und Fläche. Und bei GIS-Programmen sind die einzelnen Datentypen voneinander unabhängig. Ich habe also innerhalb der Flächen auch Koordinaten und auch innerhalb der Linien. QGIS wandelt inzwischen beim Einlesen um. Das war lange Zeit nicht so. Inzwischen geht es. Jetzt sehen wir uns mal den ersten Start an. Wenn man das erste Mal startet, kriegt man so ein Bild. Und was wir zunächst mal machen müssen, wir müssen das Ganze noch mal etwas ergänzen, damit da vielleicht noch ein paar mehr Icons auftauchen. Wir brauchen ein paar Erweiterungen. Dafür können wir dann die Erweiterung anklicken, sehen dann so ein Menü. Und ich habe jetzt hier schon oben den Filter eingetragen. Es gibt über 400 stabile Erweiterungen. Die instabilen kommen noch dazu. Hier oben, wenn man OpenStreetMap einträgt, dann bekommt man nur die dieses Stichwort haben. Das sind im Moment 8 Stück. Das wird das Ganze Sache etwas übersichtlicher. Was wir brauchen, sind die QuickMap-Services, damit wir einen Hintergrund laden können, auf dem wir nachher dann entsprechende Daten runterladen können. Den OSM-Downloader selber und wer mag, den QuickOSM. Dann müssen wir in das Menü, also man kann es so lassen, aber als Anfänger ist es vielleicht ganz gut, wenn man das ein bisschen ausdünnt und ein bisschen Übersicht kriegt. Da geht man auf Einstellungen und sieht dann den Werkzeugkasten und deaktiviert nach Möglichkeit fast alles. Dann sieht das Ganze so aus. Was wir noch brauchen, die Projektleiste, also Datei öffnen und sowas. Die Kartenleiste, um zu verschieben, das Bild zu verschieben, vergrößern, verkleinern. Und die Webwerkzeugleiste, um Hintergrund laden zu können, den OSM-Downloader selber und gegebenenfalls auch den QuickOSM. Dann starten wir unser erstes Projekt. Und jetzt fragt uns QGIS erstmal nach einem Koordinatenbezugssystem. Wer diesen Ausdruck nicht kennt, ein Koordinatenbezugssystem ist genau das Werkzeug, mit dem ich die runde Erde auf eine platte Karte kriege. Grundsätzliches Problem, ich muss immer verzerren, sonst reißt das Papier oder es passiert sonst irgendwas. Ich kann es so nicht abbilden. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich wollte jetzt mal ganz kurz zwei Ansätze vorstellen. Das eine, das sind beides Zylinderprojektionen. Das eine ist die Projektion, die wir von aus dem Internet kennen, unter anderem OpenStreetMap und auch Google hat es bis vor kurzem benutzt. Das ist die Mercator-Projektion. Das ist ein senkrechter Zylinder, der wie eine Küchenpapierrolle praktisch um die Erde gewickelt wird. Wird um den Äquator gewickelt. In der Erde ist eine fiktive Leuchtquelle in der Mitte. Und alles, was auf der Erde ist, wird auf diesen Zylinder rauf projiziert. Die Pole kann man nicht projizieren. Das funktioniert nicht. In der Regel wird bis etwa 70, 80 Grad Nord und Süd projiziert. Das Problem dabei ist, die Längengrade werden dann zu geraden Linien, die werden also parallel zueinander. Das sind sie auf der Erde in Wirklichkeit nicht, sie laufen ja nochmal so aufeinander zu und damit bekomme ich eine Maßstabsverzerrung, die je weiter ich zum Pol komme, umso erheblicher wird. Man muss sich das vorstellen, wenn ich diese Linien jetzt, die in Wirklichkeit immer geringeren Abstand haben, einfach parallel zeichne, dann bekomme ich natürlich eine gewaltige Verzerrung. Das wird ein bisschen aufgehoben dadurch, dass ich auch die Länge verzerre im gleichen Maßstab. Damit erhalte ich die Form einigermaßen, aber ich bekomme so Ergebnisse wie beispielsweise Grönland so groß ist wie Afrika, was in Wirklichkeit nur ein Bruchteil der Größe ausmacht. Dieses System hat den Vorteil, dass ich die ganze Welt darstellen kann, deshalb wird es benutzt. Ich kann also einmal rund um die Welt damit darstellen, ist kein Problem. Der Nachteil ist unter anderem auch, dass das Koordinatensystem aus Gradzahlen besteht und nicht aus Kilometern oder sowas. Ich bekomme also so ohne weiteres keinen Maßstab. Und innerhalb einer Karte habe ich am oberen Rand einen anderen Maßstab als am unteren. Also im Norden immer einen anderen Maßstab als im Süden, weil diese Verzerrung sich selbst auf einem Stadtplan von Lübeck schon bemerkbar macht, ist messbar mit dem Zollstock.
Dann gibt es noch ein zweites Koordinatenbezugssystem. Da wird der Zylinder hingelegt, praktisch wie ein Nudelholz, so auf die Erde rauf, also um die Erde einmal rum, um den Längengrad rum gewickelt. Das hat den Vorteil, dass ich ein metrisches System habe in meinem Streifen, den ich darstellen kann. Ich kann allerdings nur einen 6 Grad breiten Streifen darstellen oder vielleicht etwas Überlappung noch, weil sonst die Erde zu weit als Kugel um die Ecke geht und ich dann Verzerrung bekomme. Vorteil ist, wie gesagt, ich habe ein metrisches System, ich habe einen sauberen Maßstab, ich habe keine Verzerrung in Nord-Süd-Richtung. Ich kann auch mit vernünftigen Maßstäben arbeiten und eine Karte, die ich in dem kleinräumigen Bereich habe, wird einen Maßstab haben, der auch auf der Karte nicht mehr, wo Verzerrungen sind, also in Bruchteilen von Millimetern, die sind nicht mehr darstellbar. Diese beiden Systeme kann man, also QGIS hat Zugriff auf praktisch alle Transformationssysteme, das sind hunderte. Da wird man wahnsinnig und man kann aber ein paar Systeme vorauswählen. Und das habe ich jetzt einmal gemacht. Wir haben einmal das, da gibt es das sogenannte EPSG, das ist die European Petrol Survey Group. Das ist die Vermessungsgruppe der europäischen Ölindustrie. Die haben irgendwann gesagt, also diese ganzen Namen mit diesen ganzen UTM und Transversal und so weiter, da werden wir wahnsinnig. Wir nummerieren den ganzen Kram durch. Und das wird international benutzt, das sind diese Nummern. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kommt nämlich oder alternativ auf Einstellungen und Optionen, dann kommt ein Menü, das KBS wird aktiviert. Und wenn man das erste Mal macht, ist das obere Fenster hier leer. Und in diesem Fenster sind hunderte von Koordinatensystemen. Wir haben jetzt eine etwas vergrößerte Darstellung, das ist der obere Teil von diesem Menü. Hier geben wir oben im Filter die einfach eine Nummer an, die 32632, die weiß ich jetzt. Das ist die UTM-Zone 32N, das ist der liegende Zylinder mit dem vernünftigen Koordinatensystem. Die 32N ist der Meridian der 9., der ist für Deutschland für Darstellung gut geeignet. Und wenn wir das ausgewählt haben, dann sehen wir hier im Filter nämlich nur noch das System, wo der auch wirklich drin ist. Das klicken wir einmal an und bekommen ihn hier oben in unser Auswahlfeld angezeigt. Dann haben wir praktisch eine Auswahl, schon mal eine Vorauswahl getroffen. Klicken nochmal auf Anwenden und dann die 41001, das ist eine der Nummern für den Mercator. Wenn wir jetzt eine Karte laden, wie beispielsweise OpenStreetMap, die in dem System funktioniert und erstmal weltweit angezeigt werden soll, ist das die bessere Wahl in dem Moment zum Arbeiten. Jetzt haben wir in diesem Fenster nur diese beiden Systeme oder hier vielleicht noch zwei, drei mehr und nicht diese Liste, weil das geht hier unendlich. Das sind unwahrscheinlich viele Systeme, da sucht man sich tot. Und wenn man jetzt mal eben umschalten will, QGIS ist in der Lage, jederzeit zwischen verschiedenen Koordinatenbezugssystemen umzuschalten, unabhängig davon, in welchem System die Layer sind. Also alle Layer werden zur Laufzeit umgerechnet in das System, das das Projekt hat. Jederzeit. Und ich kann es jetzt auch jederzeit wechseln. Das ist der große Vorteil dabei. Ach so, ja. Dann gehen wir einmal auf OK und jetzt laden wir eine Hintergrundkarte, um erstmal zu sehen, wir können, wenn wir Daten runterladen wollen, grafisch, dann müssen wir erstmal eine Auswahl haben, wo sind diese Daten überhaupt. Dafür aktivieren wir den Webmap-Service, bekommen angeboten verschiedene Systeme, gehen auf OSM, in diesem Fall natürlich OpenStreetMap Standard. Den wählen wir an und bekommen jetzt erstmal diese Karte angezeigt. Jetzt können wir in Ruhe da reinzoomen, um auf die OSM-Daten zuzugreifen. Wir müssen auf den gewünschten Abschnitt zoomen, die OSM-Datei, die dabei entsteht, herunterladen, abspeichern und dann als Vektorlayer öffnen. Das Zoomen auf den gewünschten Abschnitt ist klar, wird genauso wie im Web gezoomt. Ich habe jetzt das Zentrum von Lübeck mal genommen. Dann aktivieren wir da oben den OSM-Downloader. Wenn dieses Menü aktiviert ist, wird jede Mausbewegung auf der Karte für den OSM-Downloader interpretiert, automatisch. Ich kann also ein Rechteck aufziehen. Wenn ich damit fertig bin, kommt ein Menü und er fragt mich, wo willst du deine Datei speichern, die ich gleich runterladen werde. Ich gebe also einen Pfad an, gehe auf OK und wenn ich jetzt, wenn alles gut geht, und das habe ich bisher eigentlich immer gehabt, dann läuft da ein Balken bis auf 100% und es kommt dann irgendwann das Fenster, ich bin fertig, die Daten liegen bereit. Dann nicht vergessen, den OSM-Downloader wieder zu deaktivieren, sonst geht das ganze Spielchen von vorne los, wenn ich irgendwas mit der Maus mache.
die Datei, die ich jetzt runtergeladen habe, muss ich jetzt als Vektor-Layer einschließen in das Ganze. Da gehe ich auf Layer. Dann kommt das Menü Layer hinzufügen. Und ich muss auswählen, OpenStreetMap-Daten sind Vektordaten, also Vektor-Layer hinzufügen. Der fragt mich dann, wo ist das File? Das ist der Pfad, den ich eben angegeben habe, also genau die Datei, die ich gerade runtergeladen habe, hinzufügen. Und er guckt jetzt erstmal rein in diese Datei und sagt, pass auf, ich habe die und die Sachen gefunden. In diesem Fall sind Linien drin. Die Linien sind alle Wege, alle Flüsse und so weiter, alles, was da in Längsform drin ist. Multiline-Strings, da werden unter anderem Buslinien abgelegt. Die Multipolygone sind die Flächen, die er gefunden hat. Die anderen Relationen, ich habe noch keine Anwendung dafür gefunden. Und dann hat er noch Punkte. Wir gehen also erstmal auf alles anwählen, wählen die anderen Relationen ab und sagen dann okay und schließen. Und dann läuft nämlich genau dies hier. Er erzeugt eine Schar von Layern. Das sind alles selbstständige Layer. Das oben da eine Layergruppe drüber steht, ist eine reine Verwaltungssache. Die kann man auch wegnehmen. Man kann das auch umsortieren oder so. Das ist kein Problem. Die Layer sind voneinander unabhängig. Ich habe also einmal die Linien. Die sehe ich im Moment jetzt nur als Striche. Dann habe ich die Multiline-Strings, die ich gar nicht sehe, weil sie auf den Linien längs laufen. Die Multipolygone, das ist einfach diese Farbe. Es ist überall irgendwas mit Fläche definiert. Und die Punkte. Ich gehe dann weiter, wähle die Multipolygone erstmal ab, um da eine Übersicht reinzukriegen, den OSM-Standard, den Hintergrund nehme ich auch raus. Und dann kann ich sehen, was ich runtergeladen habe, die Punkte und die Linien. Das ist erstmal jetzt nur ein Gerüst, da sehe ich überhaupt, was habe ich jetzt erstmal. Jetzt ist das natürlich keine so schöne Übersicht, ich muss erstmal eigene Symbole gestalten. Die Layer, wie gesagt, sind getrennt, Punktlinie oder Fläche. Ich kann nicht zwei verschiedene Datentypen in einen Layer packen. Die Punkte, Linien und Flächen sind nicht voneinander unabhängig, habe ich schon gesagt. Jeder Layer hat ein eigenes Symbolisierungsmenü. Ich kann also für jeden Layer unabhängig meine Symbole festlegen. In QGIS ist es grundsätzlich so, wenn ich das Programm das erste Mal starte, ist immer der Layer auf ein Einzelsymbol eingestellt. Damit kann man nicht viel anfangen, da müsste man hunderte von Layern haben. Deshalb, das zeige ich auch gleich nochmal, auf regelbasiert umstellen. Und dann müssen wir innerhalb des Layers nochmal eine Reihenfolge der Striche erzeugen. Zeige ich auch gleich noch. Wir fangen jetzt an, wir zoomen erstmal auf den Lintenteller. Und das ist erstmal nur die Hintergrundkarte, die OSM-Standardkarte. Dann aktivieren wir die Linien. Jetzt sieht man in der Mitte da diese Striche. Das sind unsere Daten, die wir jetzt runtergeladen haben. Da sind auch Dinge bei, die mit Straßen nichts zu tun haben, irgendwelche Stadtbezirke oder sonst irgendetwas. Wir deaktivieren die OSM-Standardkarte und jetzt sehen wir nur noch dieses Gerüst, das wir jetzt haben. Jetzt müssen wir damit irgendwas machen. Wir klicken also mit einem Doppelklick auf den Layer und bekommen jetzt ein Symbolmenü. Dann oben, was ich schon sagte, ist es im Moment jetzt auf Einzelsymbol eingestellt. Das ist verkehrt, das nützt uns nichts. Wir müssen auf regelbasierend gehen und bekommen jetzt erstmal ohne Filter, wie wir es eben auch gesehen haben, für alle Linien, die drin sind, einfach nur einen Strich angeboten. Jetzt erzeugen wir Symbole. Zunächst einmal beschriften wir das ganze Ding. Wir sagen und erstmal, ich habe das jetzt als Rohlinien bezeichnet, ich gehe immer bei und lasse diese Gerüstlinien einmal drin. Ich deaktiviere sie zwar, aber ich habe sie drin. Das ist ganz praktisch, wenn man in der Karte am Arbeiten ist und jetzt nochmal guckt, hast du irgendwas vergessen. Und dann sieht man plötzlich, oh, da ist noch ein Strich. Das könnte, ich weiß nicht, ein Radweg, ein Fußweg, irgendwas sein, wo man nicht dran gedacht hat, der irgendwie anders getaggt ist oder so. Dann sieht man nochmal, da fehlt was. So, dann geht man auf, okay, das wäre schon mal das erste Symbol. Jetzt eine einfache Rohlinie. Jetzt gehen wir dazu bei und klassifizieren nach verschiedenen Objekten. Können wir das Plus anwählen. Bekommen dann wieder die gleiche Auswahl. Beschriften das Ganze natürlich jetzt anders. Das darf jetzt nicht Rohlinien heißen. Das machen wir auch gleich. Und klicken hier oben auf den Filter. Dieses Filtermenü erscheint dann, das ist zuerst erschlägt es einen etwas, weil man bekommt jetzt so eine Sache angezeigt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht für jeden so einfach ist. Man muss einfach wissen, Felder und Werte ist anzuklicken. Ganz einfach. Wenn ich das mache, dann bekomme ich nämlich plötzlich bekannte Bezeichnungen. Dann hat er in den Daten nachgeguckt, was ist da drin.
und sagte, ich habe da unter anderem Highway gefunden. Genau den will ich jetzt beschriften. Ich möchte als Straßen als Symbol haben. Ich klicke also auf den Highway und dann sage ich nochmal alle eindeutigen Werte, die unter diesem Highway-Tag als Values gespeichert sind. Zoom entsprechend runter, dann finde ich da unter anderem den Primary, den will ich jetzt benutzen. Ich mache also einen Doppelklick auf den Highway, dann einen Klick oben auf das Gleichheitszeichen, einen Doppelklick auf den Primary und dann bekomme ich den String, der da oben steht, Highway gleich Primary, das ist mein Filter. Den kann ich jetzt benutzen, dann gehe ich auf OK und die Sache ist fertig. Ich habe jetzt oben den Filter drin stehen, Highway gleich Primary, ganz oben hier und kann jetzt das Symbol zusammensetzen. Im Moment habe ich nur einen einfachen Strich, daran hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt erstmal nur den Filter erzeugt. Ich habe hier unten im Bereich ein paar Vorschläge von Linien, das geht noch weiter, da sind eine ganze Menge Sachen drin. Wenn man davon was gebrauchen kann, ist es schön, man kann sich das auch nehmen und entsprechend umwandeln. Man kann auch eigene Symbole in diesen Bereichen ablegen, die man später auch mit anderen Projekten dann auslesen kann. Wir wollen das aber erstmal grundsätzlich neu aufbauen, da gehen wir auf das Symbol bearbeiten, müssen einmal einen Klick auf die Linie machen, bekommen dann ein solches Menü und verändern erstmal die Farbe in so ein fürchterliches Rot, sagen mal 7 mm Breite und ein rundes Ende. Das ist jetzt die sogenannte Randlinie. Das sieht man gleich, warum das ein Rand ist. Wir nehmen nämlich jetzt eine zweite Linie hinzu, die automatisch davor gesetzt wird. Die bekommt eine andere Farbe. Die bekommt eine geringere Breite und eben auch den runden Rand. Und dann haben wir so ein Symbol, das aussieht wie eine Straße, die auf beiden Seiten einen Rand hat. Vorteil bei, man könnte im Prinzip auch zwei Linien als Randlinien nehmen, schmale Linien, die man einfach versetzt von der Mitte aus, hat aber den Nachteil, wenn die Linien jetzt zusammenstoßen oder wenn die Linie aufhört in der Sackgasse oder so, dann habe ich das hinten offen. Habe ich aber die Linien beide rund und beide Linien ineinander, dann wird die Randlinie rund um das Ende dieser Linie herumlaufen. Ich bekomme also eine geschlossene Linie, die einfach gefälliger aussieht. Jetzt klicke ich auf OK und habe da oben jetzt, hat er sich den gemerkt. Jetzt muss ich hier wieder auf Plus klicken für den nächsten Straßentyp. Da könnten wir jetzt 2 Stunden weitermachen. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Habe da jetzt einiges definiert, die jeweils auf die Bezeichnung gehen, die ich bei OpenStreetMap gefunden habe, die also das Symbol nur auf das anwenden, was damit zu tun hat. Und klicke auf OK und jetzt sehen wir, dass wir da noch Artefakte drin haben. Und zwar erzeichnet ein Symbol nach dem anderen. Immer schön erst den Rand und dann das Innere, wunderbar, aber eins nach dem anderen. Und dabei bekomme ich natürlich, wenn ich den gezeichnet habe, dann zeichnet er als zweites den und hat den Rand jetzt da oben drauf. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Deshalb haben wir hier nochmal die Symbolebenen. Da gehe ich einmal rein und jetzt bekomme ich alle Linien angezeigt, die ich eben definiert habe. Also hier hatten wir oben die Primary, den Rand und das Innere, entsprechend bei den anderen Linien auch. Die haben im Moment alle die gleiche Priorität und genau deshalb haut die Sache nicht hin. Das ändern wir jetzt, bekommen die inneren Linien eine höhere Priorität, auch nochmal abgestuft. Da kann man mit rumspielen, dann sieht man auch genau, was passiert. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Ich bekomme also jetzt ein gefälligeres Menü. Innen sind die Sachen offen. Die Ränder werden durchbrochen. Jetzt kommt das nächste Problem. Ich habe unter Umständen ein Projekt, wo ich aus irgendeinem Grunde verschiedene Maßstäbe verwalten möchte. Jetzt im Moment 1 zu 1000. Jetzt ändere ich das mal 1 zu 2500. Jetzt sieht das gar nicht mehr so schön aus, weil der Platz einfach fehlt. Die Symbole sind zu breit. Auch dafür gibt es eine Lösung. Ich gehe bei, sage, gewählte Regel verfeinern, Maßstäbe zur Regel hinzufügen. Dann bekomme ich so ein Fenster und kann da Grenzwerte eintippen. Wenn ich damit fertig bin, klicke ich auf OK und er geht automatisch bei und unterteilt meine ganzen Symbole oder gruppiert sie auf verschiedene Maßstabsbereiche. Das ist fast perfekt. Man muss noch dazu sagen, dass er das Grundsymbol drin lässt. Das machen wir auch noch gleich. Aber im Prinzip, wenn man das Ganze gemacht hat, sieht das jetzt so aus. Man könnte es natürlich jetzt noch schmaler machen oder so, da kann man drüber diskutieren. Wichtig ist, wie gesagt, dass hier dieses Symbol verschwindet. Das kriegt man hin, indem man wiederum in das Layer-Menü reingeht. Und hier gibt es oben so ein kleines Stück für Symbol. Nur bei der Gruppe, nur bei dem oberen,
muss dieses Symbol jetzt hier rausgenommen werden. Und was man noch machen muss, das muss man auch noch dazu sagen, man muss einmal für jedes einzelne Menü die Breite oder für jedes einzelne Symbol einmal die Symbolbreite verstellen. Da muss man einfach einmal durchklicken, das hilft nicht. Man muss allerdings nicht jede Linie einzeln verstellen, sondern man kann die gesamte Symbolbreite verstellen, errechnet das dann runter. Und dann bekommt man, wie gesagt, die Symbole, die für den entsprechenden Maßstab dann passen. Jetzt nochmal zu den Flächen. Bei OpenStreetMap, wie gesagt, sind Flächen nur als geschlossene Linien oder als Relationen vorhanden. Nicht jede geschlossene Linie ist gleich auch eine Fläche. Der Datentyp wird anhand der Tags erkannt. Problem ist, dass QGIS erzeugt diese Flächen beim Einlesen der OSM-Datei automatisch. Das ist eigentlich eine sehr praktische Funktion, hat aber einen Nachteil, dass es im QGIS in irgendeiner Weise einprogrammiert. Ich kann das so als Benutzer so ohne weiteres nicht ändern, ich kann da nicht drauf zugreifen. Und das Projekt OpenStreetMap entwickelt sich sehr schnell, sehr dynamisch. Und da kommen immer wieder neue Ideen und jemand hat wieder ein anderes Tag, das jetzt auch in die Kategorie Fläche passt, aber im QGIS noch nicht programmiert worden ist. Es fehlen also teilweise Flächen, nicht alle Tags werden korrekt erkannt. Dafür gibt es aber eine Abhilfe, zumindest bei einfachen Polygonen. Ich kann einfach sagen, Vektor, das ist oben im Menü, ich zeige es jetzt nicht im Einzelnen, Geometriewerkzeuge und dann gibt es da den Punkt Linien zu Polygonen. Dann wähle ich einen Layer aus, sinnvollerweise natürlich den Linienlayer und kann dann auch noch Tags auswählen, muss ich nicht, ich kann auch sagen alles. Und dann geht er bei und erzeugt mir einen neuen Layer, einen Flächenlayer und alles, was da geschlossen ist, das ist da dann drin mit den Tags entsprechend. Und dann kann ich diese Flächen auch wieder mitverwenden. Ich muss dazu sagen, das ist nicht der einzige Weg, Daten für QGIS bereitzustellen. Es geht auch über eine SQL-Datenbank. Da wollte ich aber im Moment jetzt nicht drauf eingehen, weil das für einen Anfänger ein bisschen Overkill ist, das ganze Ding auch noch umzuwandeln und zu erzeugen. Das wäre ein eigener Vortrag nochmal. Ich habe sowas schon mal angerissen im letzten Vortrag, wo es um die OpenStreetMap-Daten ging. Jetzt die Frage, warum habe ich überhaupt mehrere Layer, wenn ich innerhalb der Layer auch eine Reihenfolge vergeben kann? Der Grund ist zum einen, die Layer nehmen immer nur einen Datentyp auf. Punkt, Linie oder Fläche. Ich brauche also zumindest drei Layer. Das wird aber in der Regel auch nicht ausreichen, denn im selben Layer kann ich nicht unendlich viele Objekte verwalten und gleichzeitig die Übersicht behalten. Das funktioniert nicht. Es ist beispielsweise sinnvoll, wenn man Verkehrswege hat, dass man beispielsweise sagt, Straßen in einen Layer, Schienenwege in einen anderen Layer und so weiter. Dann kommt hinzu, es gibt ja auch noch Brücken. Und eine Brücke soll ja grundsätzlich optisch über den Bereichen stehen. Das heißt, ich muss also alle Brücken in einen extra Layer nehmen. Das ist relativ unkompliziert. Ich kann auch Layer kopieren und dann in einem Layer. Die Layer haben nochmal selber wiederum ein Filtermenü. Das ist vorne im Layer nochmal definiert, wo nicht das Symbol gefiltert wird, sondern der Layer selber. Und da kann ich eingeben, Bridge gleich Yes. Schon habe ich im Layer nur Brücken und trotzdem die ganzen Symbole drin, die dann aber nur auf die Brücke angewendet werden. Ich kann dann noch einen schwarzen Rand oder irgendwas daneben zeichnen, damit es noch schöner aussieht, dass meine Brücke über den anderen Symbol sitzt. Hinzu kommen noch, Brückenlayer sind in letzter Zeit auch häufig noch Flächen. Das sieht man beispielsweise in Lübeck bei der Burgtorbrücke. Da ist eine Fahrbahn und zwei Radwege. Das waren früher drei Brücken optisch in OpenStreetMap. Inzwischen ist da eine Fläche drunter, ist in der Standarddarstellung leider noch nicht perfekt, weil die nämlich den Brückenlayer als Fläche nicht über die Verkehrswege genommen haben. Man muss also da nochmal wieder die Flächen teilen, die normalerweise immer der unterste Layer sind, damit die anderen Sachen alle sichtbar sind. Muss in diesem Fall auch ein Flächenlayer nochmal wieder dazwischen geschoben werden, der als Brücke unter den Brückenverkehrswegen, aber über den normalen Verkehrswegen sitzt und die dann verdeckt, damit es gefällig aussieht. Vorteil, dieselbe Datei, also ich kann dieselbe Quelle immer als für mehrere Layer benutzen. Ich muss nicht jedes Mal die Daten wieder runterladen, um einen neuen Layer zu erzeugen, sondern ich kann das, was ich habe, auch für verschiedene Layer benutzen. Das ist kein Problem. Beschriftung der Layer. Dafür gibt es ein extra Menü im Layer, wo zum Beispiel Straßennamen und Ähnliches gesteuert werden. Da gibt es auch die Möglichkeit, festzulegen, soll sich das jetzt jeweils überdecken, soll es im Einzelnen stehen. Man muss dazu sagen, dass bei OpenStreetMap die Wege sehr stark unterteilt werden. Wir unterteilen Weg beispielsweise, wenn sich Überholverbot ändert, wenn sich der Straßenbelag ändert, wenn eine Abbiegespur kommt und so weiter. Jedes Mal wird der Weg unterteilt und es gibt eine Kette von ganz kurzen Wegen. Das ist für die Beschriftung ein kleines Problem, wenn ich sowas habe wie
Schwartauer Allee oder so, der Name also etwas länger wird, und ich jetzt diese ganz kleinen Elemente habe, dann sagt Kugels häufig, das ist zu kurz, um es zu beschriften. Und dann habe ich halt gar keinen Namen, frage ich mich, wo sind die Straßennamen geblieben, bis ich dann auf diese Lösung komme, daran liegt es. Das ist eine Sache, womit man in irgendeiner Form leben muss bei dieser Technik. Es gibt die Möglichkeit, wenn man das über SQL und Postgres macht, dann kann man auch Wege zusammensetzen. Dann kann ich beispielsweise sagen, nach bestimmten Kriterien, wenn der Straßentyp der gleiche ist und der Name der gleiche ist, dann mach mir eine lange Linie draus. Dann kann ich diese Linie beschriften und bekomme den Straßennamen korrekt angezeigt. Das nur so mal als Tipp, das ist noch eine Sache. Also für Anfänger ist das erstmal klasse. Es gibt da noch eine ganze Menge, wo man das noch weiter aufbauen kann, wo noch viel mehr Möglichkeiten sind. Wenn ich eine Karte drucken will, ich habe ja jetzt erstmal eine Grafik, das sieht schon mal aus wie eine Karte. Das Problem ist aber, dass ich jetzt einen Bereich runtergeladen habe. Ich erwische jetzt alle möglichen Straßen noch im Rande des Bereichs. Teilweise sind die lang, teilweise sind sie kurz. Ich habe also so einen ausgefransten Rand. Ich habe keinen vernünftigen Gartenrand, nichts. Deshalb kann ich also nicht, wie das in vielen anderen Programmen sind, im Office oder so möglich ist, einfach sagen, Projekt drucken oder so. Das funktioniert nicht. Ich muss erstmal ein Layout festlegen, wie das Ganze überhaupt aussehen soll, wenn ich das jetzt zu Papier bringe. Also die sichtbare Grafik für sich ist noch keine Karte, das ist erstmal nur eine Grafik. Deshalb gibt es die Möglichkeit, jetzt auf Projekt zu klicken und dann Drucklayout erzeugen, und dann kommt so ein Bild. Anfangs habe ich jetzt erstmal nur so einen leeren Bereich. Eine riesige Kette von Icons, mit denen muss ich mich dann anfreunden. Ich muss eine Karte einfügen, wenn ich eine Karte darstellen möchte. Dafür habe ich hier das Icon, Karte hinzufügen. Ich ziehe einen Rechteck auf und automatisch wird irgendein Abschnitt der Karte da dargestellt, in der Regel genau die Mitte. Ich kann die Karte verschieben innerhalb dieses Bereichs. Ich kann auch den Bereich selber verschieben, wie ich möchte. Ich kann Papiergrößen definieren, wie groß mein ganzes Layout werden soll. Also A3, A4, A0, was immer ich möchte. Ich kann weitere Elemente hinzufügen. Es wird unter anderem angeboten, da Bilder mit reinzubringen. Ich kann Beschriftungen hinzufügen, die nicht die Beschriftung der Layer selber sind, sondern einfach Beschriftungen, die draufgesetzt werden, also beispielsweise Ortsteile oder sonst irgendetwas, wofür immer ich diese Grafik nachher brauche. Ich kann eine Legende hinzufügen, die wird aus dem Layer-Menü gebildet, also die Bezeichnungen, die ich im Layer-Menü benutzt habe, werden automatisch in die Legende übernommen. Man kann aber eine Legende selber erzeugen, ich erzeuge sie dann immer noch getrennt, weil ich damit nicht zufrieden bin, was er da macht, aber man hat auch dann die Reihenfolge, die Layer haben, also ich persönlich mache dann immer ein einfach künstliches Konantenverzeichnis, ich einfach beigehe und sage immer 0,1 und dann um einen versetzt und mache daraus eine extra Karte, das sieht dann aus wie eine Karte, ist aber in Wirklichkeit nachher dann die Legende, indem ich einfach da eine Beschriftung hintersetze, habe ich dann eine saubere Legende, wo auch die Menüs, die Symbole alle drin sind. Und ich muss keine Rücksicht auf die technischen Erfordernisse der Karte nehmen. Aber das ist nur so ein Tipp, was man so machen kann. Man kann im Prinzip als Rohbau diese Legende durchaus benutzen. Es kommt ja auch immer darauf an, wofür man es braucht. Dann gibt es hier eine Liste. Jedes Element, das ich jetzt aufziehe, ich habe im Moment nur eins. Man kann aber jetzt Nordpfeil und so weiter alles noch drin haben. Bekommt hier einen Eintrag in diesem Menü. Und jeder einzelne Eintrag hat wiederum einen Eigenschaftendialog. Wenn ich den Eintrag oben aktiviere, dann bekomme ich unten den Eigenschaftsdialog für exakt diesen Eintrag. Ich kann also die Karte konfigurieren, ich kann den Nordpfeil konfigurieren, die Bilder, was immer dran ich habe. Ich kann auch mehrere Karten gleichzeitig haben, aus irgendwelchen Gründen, wenn ich das für irgendetwas brauche. Und dann, wenn ich damit so fertig bin und zufrieden bin, dann kann ich auf die Funktion PDF exportieren gehen. Ich kann es auch als Rasterdatei exportieren, auch das wird angeboten. Und leider bietet er auch an, das als SVG zu exportieren. Man muss dazu sagen, die SVG-Funktion in der zugrunde liegenden Bibliothek, in der Qtlib, ist seit über 10 Jahren buggy. Die funktioniert nicht vernünftig und man bekommt unsaubere Ränder. Es ist nicht empfehlenswert, als SVG zu exportieren, sondern man sollte immer das PDF nehmen, was auch insofern schadlos ist. Da kommen wir jetzt zu. Was kann man damit hinterher machen? Ich kann das PDF ohne weiteres auch in Inkscape einlesen und mit Inkscape verarbeiten. Es sind Vektordaten, die da drin sind. Inkscape erkennt es ohne Schwierigkeiten.
auch andere Programme erkennen das. Also gibt dann noch einen Haufen weiterer Programme, die mit Vektoren umgehen können. Und ich persönlich habe das noch nicht gebraucht. Ich mache das in der Regel in QGIS direkt. Und als Tipp nochmal, wenn man das Ganze dann letzten Endes vervollständigen möchte, da gibt es noch das Programm Scribus. Das ist eine Desktop-Publishing-Software, wo ich dann ein entsprechendes Fenster aufziehe, in das ich das PDF von QGIS reinsetze. Und dann kann ich das Ganze weiterverarbeiten, indem ich dann beispielsweise Randbeschriftungen mache, unter Umständen auch verschiedene Bilder zusammenstelle oder was immer ich noch habe. Das ist eine relativ einfach zu erlernende Software, meiner Meinung nach. Ich habe dann auch eine professionelle Farbverwaltung, die das Scribus anbietet. Und das Ergebnis, was ich daraus erzeugen kann, wiederum ein PDF, das ist dann so gestaltet, dass es auch eine Druckerei verwenden kann. So, ich bedanke mich für das Interesse. Ich bin noch am OpenStreetMap-Stand heute den ganzen Tag. Wer also noch Fragen hat oder noch was vorgeführt werden möchte oder so, wir können da noch mal ein bisschen experimentieren. Ich habe das QGIS auch mit. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, es ging etwas schneller, als ich dachte. Ja, und ja, das, vielen Dank. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um dir das beizubringen? Oder hast du das ist im Zuge des Lübecker Stadtplans entstanden. Ja, das war Learning by Doing. Ne? Also es muss irgendwie gehen, also versuchen wir mal. Und dann rumgeklickt und geguckt und ach guck mal, jetzt kommt was. Und dann immer weiter da reingestiegen. Und wir waren nachher so fit, dass wir, ich weiß, der letzte Download war 3 oder 4 Tage vor dem Verkauf der fertigen Karte. Also die Karte wurde ständig immer wieder nachgeladen aus dem Internet, weil da ein ganzer Haufen Radfahrer immer die Werte wieder eingetragen hat und dann immer wieder runtergeladen wurde und wieder angepasst wurde. Und also das lief nachher immer besser. Aber das war auch Arbeit, so nachts um 3 kamen auch noch E-Mails. Also das war dann etwas heftig. Ja. Ich hätte auch mal eine Frage. Ja. Also ich benutze OpenStreetMap bisher immer einfach nur über den Browser. Ich habe mir einfach mal die Karte geöffnet und habe mir den Bereich angeguckt. Klar. Will. Was sind denn so typische Use Cases dafür, dass man sich so etwas selber tailern muss? Also außer vielleicht einen Stadtplan für irgendeinen Druck, für irgendwelche Druckzwecke? Ja, das sind tatsächlich die meisten Anwendungen. Dass ich also eine Karte für irgendeinen Kunden oder sowas mache, dann brauche ich schon die eigene Sache schon auch wegen der Rechte, die damit verbunden sind. Die andere Sache ist, ich bin einfach unabhängig. Ich kann einfach sagen, ich möchte das gerne in einer anderen Farbe dargestellt haben. Ich möchte, dass bestimmte Objekte hervorgehoben werden oder bestimmte Objekte auch nicht erscheinen oder wie auch immer. Ich bin völlig unabhängig von allem anderen. Ich muss mich nicht an irgendwas binden. Und ich habe da auch eine gewisse Nachhaltigkeit, weil wenn ich immer etwas runterlade und sage, ach, ich mache das einfach mit der Karte, irgendwann gibt es die Karte nicht mehr vielleicht, weil derjenige keine Lust, keine Zeit mehr hat oder sonst irgendwas ist. Oder er verändert seine Karte plötzlich. Dann ist meine ganze Darstellung plötzlich verändert. Und so habe ich immer die Möglichkeit, das selber zu machen. Und das ist natürlich auch ein gewisser Hobbyfaktor. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Ach so, ich habe mich auch häufig gefragt, wie ich das machen kann, dass die Darstellung auf unterschiedlichen Zooms, also wenn ja. In der offiziellen Karte etwas auf einer Zoom-Stufe erscheint, die für meine Zwecke aber zu detailliert ist, also zu ja. viel Platz brauchen würde. Aber ich möchte ein Symbol, was in der offiziellen Karte erst auf dieser Zoom-Stufe mhm. erscheint, in einer höheren, also kleineren Nummer haben, wie ich das mache. Also das geht dann auch mit QGIS. Ja, ist überhaupt kein Problem. Dann definiere ich das Symbol nur in den Zoom-Stufen, in denen ich es haben will. Ah. Und bei den anderen Zoom-Stufen findet er kein Symbol und dann lässt das weg. Also er zeichnet nur das, was er auch als Symbol findet. Ja, ja. Na, deshalb auch diese Rohlinien, dieses Muster von Linien, die klicke ich normalerweise weg. Aber wenn ich mit meiner Karte relativ weit bin, dann gehe ich einmal bei und sage, habe ich noch was vergessen? Dann gucke ich nochmal drauf und sage, oh, wo kommt die Linie denn her? Was ist das? Das kann natürlich jetzt einfach nur ein Stadtrand oder sonst irgendwas sein, ein Postleitzahlbezirk, der da irgendwie dargestellt wird. Aber es kann auch mal sein, dass das eine wichtige Linie ist, die ich übersehen habe. Die klicke ich natürlich nachher wieder raus für die fertige Karte. Ne? Das ist nur zum Arbeiten, eine Arbeitshilfe. Und
wenn man sozusagen jetzt eine Karte zum Beispiel in der Größe des Landkreises, zum Beispiel Nordwestmecklenburg oder so, hat, wie viel Arbeitsspeicher braucht das dann? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das kommt ja darauf an, welche Daten ich runterlade. Lade ich sie gefiltert runter? Lade ich alles runter? Also die Daten sind numerisch, das geht eigentlich. Ich habe beispielsweise auf dem Laptop die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern komplett mit allen Daten, und das ist keine merkliche Größe. Es ist natürlich so, je mehr Daten ich habe im QGIS, desto länger dauert auch die Darstellung der Grafik. Also wenn ich jetzt meine Grafik verschiebe, dann muss ich das neu wieder aufbauen. Das hängt dann von der Geschwindigkeit ab, mit der auf den Speicher zugreifen kann, mit der Geschwindigkeit, mit der die Grafikkarte läuft und natürlich auch mit der Datenmenge. Er muss ja alles durchgucken und dann die Symbole raussuchen, was relevant ist, und das dann darstellen. Ach ja, apropos Grafikkarte, hat QGIS besondere Anforderungen an Grafiktreiber, OpenGL-Version? Nein. Läuft auf ganz normal jeder Grafikkarte. Also das Ding hat bestimmt keine besondere Grafikkarte. Ach so, also... Aber es ist natürlich so, vom Prozessor her merke ich die Geschwindigkeit, ne? Ach so, und benutzt das überhaupt 3D-Visualisierung oder so? Es gibt in letzter Zeit da eine Entwicklung, die in Richtung 3D geht. Wie weit das jetzt geliehen ist, weiß ich nicht. Ich bin jetzt im Moment bei 2D-Karten. Aber dann komme ich natürlich in Bereiche, wo ich dann auch entsprechende Hardware-Unterstützung brauche, das ist richtig. Aber für diese Anwendung, wie gesagt, für normale Karten, ist es völlig egal. Aha. Also es ist ein Geschwindigkeitsunterschied, ne? Das ist ganz klar. Also je schneller sich eine Grafik aufbaut, desto schneller läuft auch Kugels, das ist logisch. Ja. Also genau, die gedruckte Karten sind ja eigentlich schon fast ein bisschen out. Wenn ich irgendwo hin will, dann mache ich den Browser auf und streetmap.org oder auch Google Maps oder sonst wo hin. Ich nehme jetzt aber so ein bisschen, dass QGIS mir nicht wirklich hilft, interaktive Karten zu bauen, oder? Jein, es ist ja völlig egal. Ich kann mit QGIS genauso Kacheln erzeugen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich kann die Karte zerschneiden und den Kacheln und das auf den Server laden. Dann bräuchte ich noch mal einen Software-Stack, der mir das dann sozusagen im Browser rendert. Kann ich da die unten... Ich kann es als Rasterdaten abspeichern in Kacheln. Das ist kein Problem. Ich kann es auch hinterher aufrastern. Also ich kann einfach eine Grafik in erzeugen und... Genau. Ja, das würde der Map-Server zum Beispiel machen. Also das ist aber wieder ein extra Thema. Das können wir hier nicht jetzt noch mit einbinden. Oder Leaflet, wenn das direkt im Browser gemacht werden kann. Also die JavaScript-Bibliothek Leaflet.js, im Hackerbau hatten wir da mal einen Workshop, in dem wir die genommen haben, um so Kacheldaten zu einer Karte zu machen. Also das hat der Browser dann gemacht. Aber man muss noch dazu sagen, man denkt immer, gedruckte Karten sind out, und man wundert sich, wer alles Karten druckt. Trotzdem. Zum Beispiel auch die Wanderkarten, die im Wald stehen, ne? So diese, nur so als, oder die in der Innenstadt hängen, oder... Ja, haben wir noch Fragen? Ja, dann bedanke ich mich. Okay, dann sind wir jetzt halt genau hingekommen.